ja, da sind sie schon wieder. Frühjahrsputz? Nein, Neujahrsputz. Aber in erster Linie muss ich doch mal eins loswerden. Ich bedanke mich bei 375.000 Zuschauern. Grüße nach Bayern, Grüße nach Wuppertal an den Urgofahrer und alle anderen, die unseren Kanal kennen. Ja, Radio Rainer. Ich weiß im Moment ziemlich viel mit Autos, wenig mit Radios, aber dennoch habe ich was vorbereitet. Und zwar sehen Sie heute noch einmal unsere große Entdeckertour, wo wir richtig was gefunden haben, auf Schatzsuche in Frankreich, Teil 1, 2 und 3. Schön zusammengeschnitten, viel Spaß beim Sehen. Wahrscheinlich wird Frankreich dieses Jahr auch ausfallen, wegen unserem C-Virus. Aber nun, wir machen das Beste draus. Ja, moin. Habt ihr auch schon ausgeschlafen? Ja, wir sind kurz vor der Abfahrt mit unseren beiden Oldtimern. Wir sehen uns gleich in Idar-Oberstein beim Spießbratenessen. Ja, da machen wir auch noch einen kleinen Schwenk, damit ihr auch wisst, was Idar-Oberstein ist. Die größte Edelsteinstadt Deutschlands. Auf Wiedersehen, bis gleich. Ja, kleiner Zwischenstopp an der Moseltalbrücke. Wir erhaschen gleich noch einen Blick nach unten ins Moseltal. Wir fahren dann weiter nach Idar-Oberstein. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Blick ins Moseltal, bereits dann schon in Idar-Oberstein beim Spießbraten und weiteren leckeren Spezialitäten. Jetzt sind wir pünktlich zum Mittagessen in Idar-Oberstein gelandet, 13.15 Uhr. Wir sind jetzt hier in einem tollen Lokal in Idar-Oberstein, den alten Goten. Hier gibt es eine Spezialität, das nennt sich Charles Brillant. Und für andere Feinschmecker gibt es hier natürlich auch den Spießbraten. Wir werden uns gleich draußen wiedersehen, wenn wir einige Aufnahmen vom alten Goten außen machen. Und auch das Schloss zeigen, was der Bischof von Trier 1480, die Felsenkirche, hier oben in den Felsen gehauen hat. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, der 41 Jahre alte Gote. Na, das Lokal natürlich, wo wir gerade gegessen haben. Sie haben es ja gerade gesehen. Eine Spezialität. 3. 4. August 2019, auch in diesem Jahr gibt es den 21. Handwerker, Goldschmiede und Edelsteinmarkt. Aus Amerika, England, Brasilien kommen sämtliche Aussteller hier nach Idar-Oberstein. In dieser Fußgängerzone findet es statt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch mal vorbeischauen. Spießbraten essen und Charles Brillant. Vielleicht sehen wir uns mal in Idar-Oberstein. Auf Wiedersehen. Ihr lieben Leute, wir sind wieder unterwegs Richtung Flohmarkt. Wir haben eine neue Kamera, weil der Kameramann in Datteln geblieben ist. Er ist etwas leicht verhindert. So, wir lesen Markolzheim. Ja, ich sehe es zwar ohne Brille nicht so ganz, aber egal. Jo, also ihr müsst schon entschuldigen. Ein Kilometer trennt uns von Viva la France. Wir haben keine Chance. Der Wagen ist voll natürlich mit menschlichen Objekten. Jawohl. Berlin lässt grüßen und auch das Würzchen ist da, wie alle sehen. Wir fahren jetzt über die Gewässer. Der Rhein. Der Rhein. Wir wollen nicht rein in den Rhein, aber wir sind im Rhein. Aber wir müssen rüber. Franze, jawohl, wunderbar. Wir befinden uns jetzt in Frankreich. Mein Telefon bimmelt auf der Suche nach den Flohmärkten. Jo, wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen jetzt schnell noch über den Rhein. Ups. Rein.
Ja, schon angekommen hier in Frankreich, in Hausen, in der Nähe von Colmar. Ja, und hier beginnt der Dorfflohmarkt, einer von den berühmten 30 Flohmärkten. Wir schauen mal, was wir jetzt finden können. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir was gefunden haben oder auf einem der nächsten Flohmärkte. Ich wünsche Ihnen heute Morgen einen guten Morgen und dass ich was finde und Sie was zu gucken haben. Bleiben Sie sicher. Ja, moin moin, bin schon wieder da. Auch alte Radios kann man hier finden, wie ihr sehen könnt, hier. Jo, fürs Fernsehmuseum haben wir hier eine schöne Sache gefunden. Interessant, wer hat schon einen Fernseher aus Pappmaché? Ja, und auch die Technik interessant. Sogar eine Röhre ist noch drin. Ach, eine Birne natürlich. Hier kommen lauter kleine Dias reingeschoben. Andere Seite hier wohl wieder raus. Naja, fürs Fernsehmuseum in der Vitrine ist das ein gutes Teil. So, was kostet es denn? 10 Euro. Ja, da nehmen wir das doch wohl mit für. Dann haben wir hier mal wieder aus Frankreich ein kleines Andenken. Ja. Eine kleine Tüte? Eine kleine Tüte, jawohl. So, ich verabschiede mich, bis wir wieder was Interessantes finden. Bis gleich. So. Ach jo. Ja. Schon interessant, der Apparat. Nur, man muss das Holz überarbeiten und wir schauen mal, was das Radio kosten wird. Ich schätze, das Radio mal Baujahr 1955, 70 Mark. Rufnummer? Kann ich durch? Oder Schiebung? Was soll es denn kosten? 20? 20. Ah, ich würde 15 Euro, ja? Also gut, okay. Also gut, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das. Aha. Sieht gut aus. Wenn man es in den Nur einbietet, sieht gut aus. Ja. Der gibt, glaube ich, auch mit Batterie, ne? Ja, ja. Ja. Und der kostet 10 Euro. 10 Euro. Jo. Ja, wir sind südlich von Colmar in Isenheim auf dem zweiten Flohmarkt. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe einen Batterieplattenspieler gekauft von Philips von 1973 für 10 Euro. Wir sehen uns weiter bei weiteren Highlights. Mal schauen, bleibt sicher und bleibt dran. Es bleibt spannend. Ja. Wissen Sie was ich zahle? 5 Euro. Oh. Ja, ich will ein paar Minuten. Wie? Tulltan. Die Dame, ja. Jo, und jetzt Licht aus, Film ab. Ja, moin Freunde, schon wach? Wir sind kurz vor der Schweiz. Auch in der Schweiz braucht man eine Vignette. Die holen wir uns mal ganz schnell von den Teddybären hier. Wir drücken auf den Knopf, fassen unten rein und schwuppdiwupp, da ist sie schon. Jetzt müssen wir die natürlich in die Scheibe kleben. So, der Manfred hilft dann kräftig mit. So, oder auch nicht. Ich klebe sie jetzt schnell hin. So, und jetzt dürfen auch wir in die Schweiz fahren. Sie dürfen gespannt sein auf den morgigen Tag, denn die Radiobörse am Samstag, das wird der GAU. Vielleicht fahren wir, schön ist es im Winter, im Schnee zum Radiomarkt. Sie dürfen gespannt sein. Bleiben Sie sicher,
Wir sehen uns gleich in der Schweiz wieder, wenn es heißt Run Out auf die Scheune, denn die Radios warten. Bis gleich. Wir sind jetzt schon in Basel, ganz über die Grenze gehuscht. Da hinten deutlich sichtbar, Basler Zeitung. Wir müssen jetzt den Ruhrpott-Akzent ablegen, Herrschaften. Wir sind nicht mehr Jürgen von Manger. Wir sind jetzt hier bei Radio mit UKW und sehen uns gleich bei einem guten Sammler in der Schweiz, in der Nähe vom Gritli Moser wieder. Also sehen wir uns gleich in der Scheune, wenn es heißt, lasst uns die Radios aus der Schweiz ausmachen. Ja, der letzte Tunnel vorm Heimspiel, schauen wir mal. Ja, die Schweiz besteht halt nur aus Tunneln und Röhren. Weil die Farbe ist weg. Die Farbe ist erst ab 67 in der Schweiz zugeschaltet worden. Deswegen ist jetzt alles in Schwarz-Weiß. Oh, da ist eine kleine Kamera. Jetzt gibt es eine ganz kleine Kamera für einen großen Mann. Wir sind natürlich hier wieder angereist, um hier wieder kräftig was zu begucken. Gleich gibt es was für die Linse, auch für Sie. Viel Spaß beim Schauen und grüezi. Alle miteinander. Radiostudio Basel? Ja. Was hat das Ding hier für Sendung? Alles mit Marconi. Bau 24 Röhren da. Außer die, das ist eine Western Electric, auch so eine kleine. Und den hast du da geholt von dem Radiostudio? Oder der, kommt vom Radiostudio, aber via einem Kollegen da. Ja, auch solche Kuriositäten kann man hier finden. Tja, das Ding wäre bestimmt auch so gern bei mir. Strom hast du hier, ne? Ja, Strom habe ich. Warte, ich gebe dir den. Ist der das, ja? Ja, den. Kann man den. Ich glaube, ich muss ziehen. Machst du denn da? Ziehen oder schieben? Eins von beiden. Ja. Ah, ja, jetzt ist er an. Muss er so ziehen? Ja. Jetzt ist er an. Jetzt aus. Ah. Ziehen. So, die Annette. Die Annette. Ja, den habe ich auch noch einen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob hier sich was tut. Die lange Welle und die kurze Welle. Sagen kann ich nichts, gell? Ja, wir werden es gleich hören. Nein, das ist einfach. Hast du drin, ne? Warte, so sagen wir für eine. Mittelwelle kommt da noch nichts hin. Manchmal sind auch die Schalter, weißt du? Ein bisschen.
Der muss revidiert werden, wahrscheinlich. Er kratzt nicht. Doch, er kommt. Er kommt. Mensch. Die müsste auf kurze Welle, müsste kommen. Was ist jetzt das? Kurzwelle. Vielleicht, ja. Ich da genügend. Power. Lange Mittel. Ich auf den Kontakt da. Ja, ja. Ich habe mir ein bisschen das Problem. Ja, ja. Mach mal an den Nagel vorne. Ja, den muss er zurückziehen. Ja, das ist möglich, dass der vom Ding her, weißt du, die Plattenspieler, wenn die lange nicht gebraucht sind, klappt. Guck, das klappt. Hören. Das klappt. Der Ton klappt. Ja. Da klemmt wahrscheinlich nur der ein Ausschalter. Ja, vielmal ist das Problem mit vielleicht dem Wellenschalter, weißt du? Ja, oder vielleicht ist hier auch, lass mich mal, ich guck mal in Bahn. Ja. Das ausgehängt. Ja, deswegen konnte ich das Scheiße. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nur, schon. Das ist nur da. Das ist nur das. Vermutlich ist der revidiert worden. Ja, ja, ja. Ich deswegen machte der Empfangsgeräusche, weil ja. Der nimmt zwar den Dreko noch mit, ja? Hier, der Dreko dreht. Ja. Nur, dass die Seilführung ist runter. Ja, ja. Also der Dreko arbeitet, weil der ist über Friktion da unten angetrieben. Okay, da kriegt man aber, da kriegt man wohl hin. Da fehlt eine Birne da vorne, eine Soffitte. Oh, der ist schon schön. Okay, der ist schön. Schöner Maschinenbau. Ah, wirklich wahr, wirklich wahr. Ja gut, wir gucken, ja, das kriegen wir wieder hin. Das ist ja eigentlich nicht gerissen, das ist nur runtergesprungen. Ja, ja, aber schon. Das ist immer ein bisschen komplizierte Geschichte, so zeigen. Ja, da muss man das Chassis rausziehen. Mhm. Freunde, jetzt ist die große Zeit der Abfahrt. Das Portemonnaie ist schmaler, das Auto ist voller. Das macht jetzt noch ein bisschen Aufnahmen. Ja, na klar doch. Und wir sehen uns schon am Samstag wieder. Ja, ja. Vielleicht bei Schneetreiben, vielleicht bei Weihnachtsgebäck. Dann machen wir einen Schneemann. Dann machen wir einen Schneemann. So, wir sehen uns auf der Börse in Rickelwir wieder. Da könnt ihr dann wieder gucken. Ja, ich würde sagen, auf geht's, wir fahren jetzt. Schon. Heute habe ich keine Lust. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir bleiben heute im Bett. Wir gehen in den Wienerwald. Heute bleibt die Küche kalt. Auch eine Radiobörse kann mal so langweilig sein. Aber morgen schwimmen die Radios davon. Gute Nacht, Freunde. Ach, bin dann doch aus dem Bett gekommen. Jetzt bin ich in Staufen. Tja, und bin kurz vorm Ersaufen. Naja, vielleicht kann ich mich in eins dieser tollen Lokale retten, gleich zum Mittag. Naja, wenn es da was zu sehen gibt, ich zeig's euch dann. Also, bis gleich, wohl.
bevor ich hier wirklich ersauf. Rain, rain, go away, come again some other day, let the moon come out and play tonight. Waddle, 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 rain, rain, run away, though you took the sun away, don't you take my fun away tonight. I'm having fun, Jim. I'm having a lot of fun. If you were I, you'd want a sweet romance. If I were you, I'd give the guy a chance. Well, rain, rain, go away, on the sunbeam stole away. Moin Moin, da sind wir wieder, mitten auf dem Live-Sender, ja, mitten im verregneten Badenweiler. Wir schauen mal, wunderbare Architektur, und ich verspreche Ihnen einen morgigen, tollen Tag, natürlich auch im strömenden Regen. Ja, Freunde, an den westlichen Hängen der Sierra Nevada wachsen normalerweise diese Mammutbäume. Aber auch hier in Badenweiler, wo auch sich ein Horst Lichter wohlfühlt, warum soll sich da kein Mammutbaum wohlfühlen? Trotz Regen fühlen wir uns auch wohl. Also, viel Spaß noch. Ja, die sind auch schon da. Die bringen wahrscheinlich wieder das Neueste aus dem Kurbad. Wir bringen demnächst das Neueste aus dem Radiopark. Lassen Sie uns gemeinsam bei der aufgehenden Sonne, was ich nicht geglaubt hätte für heute, noch ein paar tolle Eindrücke filmen. Wir sehen uns bescheiden und kleinlaut wieder, wenn es heißt, die Radioflut nimmt zu. Aber jetzt erstmal schöne Eindrücke aus Badenweiler. Abschluss unseres Films hat man uns auch noch den roten Teppich ausgelegt, wie Sie sehen. Aber ich verabschiede mich heute bei strahlendem Sonnenschein aus Badenweiler und wir sehen uns demnächst wieder auf unserem Sender Neues von gestern. Moin Freunde, auch schon aufgestanden, 7:07 und wir sind mitten zwischen den Vogesen und den Progesen und den Abruzzen oder wie man auch immer sagt. Jetzt sind wir in den Weinbergen von Requir. Da unten findet das Mekka der Radiosammler statt. Wir sehen uns gleich in wenigen Minuten auf diesem Markt wieder, wenn es heißt, lasst uns die Kofferräume füllen. Ich würde mich freuen, Sie auch mal begrüßen, Sie können, aber Sie da hinten, Sie könnten auch mal mitkommen. Naja, wir sehen uns. Tschüss. Ja, es ist hier wieder der absolute Wahnsinn. Mal schauen, was die Überraschungen noch bereithalten. Schauen Sie selber, ich guck auch. Die schöne Adrienne Radio hat eine hohe Antenne. Ta 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 ta.
sie von dem Sender. Bis 30, 32. Ja, Freunde, hier auch jemanden, der da oben, wo kommst du her? Aus Aarau, also Buchs-Aarau, ja. Schweiz. Aus der Schweiz, ja, guck. Auch ein Gucker unserer Seite hat auch eine kleine Kollektion von Grammophonen und Radios mitgebracht und auch einen seltenen Apparat von Telefunken. Der hat zwar einen falschen Knopf, aber finden Sie erst mal einen zweiten, ne? Bevor Sie sich wieder lustig machen, da ist der falsche Knopf dran, wissen wir alles, ja. Aber suchen Sie einen zweiten, dann können Sie ihn hier komplettieren. Also wir sehen uns gleich wieder. Ich muss jetzt gleich erst mal wegen dem Fernseher gucken und wir werden sicherlich sehr viel Spaß heute haben, wenn es wieder mal heißt, Radio Rainer ist fündig geworden. Also bis neulich und bleiben Sie sicher und wir sehen uns gleich. Tschüss. Mit so einer kleinen Kamera. Heilige Wimbang. Die schöne Adrienne. Radio. Hat eine Wohnantenne. Radio. Aus aller Herren Länder. Radio. Empfängt sie von dem Sender. Trara, 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 radio. Kennen Sie schon Fernsehen? Das war noch nicht da. Alles, was Sie gern sehen, haben Sie zum Greifen nah. Irgendetwas Schönes denken Sie sich aus und der Bildfunk bringt es Ihnen frei ins Haus. Aber da war heute Morgen hier ein TX 400 für 450. Ging eigentlich auch. 5? Was? Oder? Nein. 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 Aha. C'est-à-dire dans la poste classique, en dehors de la poste américaine et la poste. Meine Herren, wünschen Sie schöne Frauen zu sehen? Brauchen Sie immer nur einen Knopf zu drehen? Können Sie erst fernsehen, dann sind jederzeit Ihre Träume Hilflichkeit. Kann man nachher einen Film nicht kaufen? Das Radio ist auch schön. Ja. Oui, attends. Ach, geht. Wo ist er denn hin? Ach, der ist sofort. Da hinten läuft er. Leicht setzt der Regen ein, wie Rudi Carell zu sagen pflegt, schön ist sie Winter, wenn da die Sonne lacht und auch der Schneemann macht. Also, die Börse geht jetzt so langsam unter, man sieht einpackende Leute. Ich nehme mal an, in einer halben Stunde wird hier die Welt untergehen. Man hat ja Wind, Schneefall und Regen gemeldet. Ich verabschiede mich für das Jahr 2019 aus Rickewir. Und wenn ich noch was finde, werden Sie es als Erster wissen. Ich sag schon mal Tschüss, bleiben Sie uns gewogen, treu, bleiben Sie sicher, bis zum nächsten Mal. Ja, dann doch noch fündig geworden. Jetzt sind es wohl 156 Fernseher oder 157, weiß der Henker. Es waren schöne Fernseher da, es waren schöne Preise da. Manche Preise zahle ich, manche einfach nicht. Wir sehen uns zu Hause. Bis neulich. Ja, auf der Rückfahrt in Markolsheim nach Hause entdeckten wir noch schnell einen Flohmarkt. Ja, natürlich. Wir sind unterwegs und wir schauen mal, ob wir vielleicht hier auch noch was finden. Auf dem Weg nach Hause, neulich geborgen, in Markolsheim.
Hat man noch was dazu? Ja. Ja, das ist eine alte Uhr, ist das. Ich schätze, die ist auch mal so Jahrhundert. Hat man noch? Ja, ja, guck, da unten hast du ein Pin zum Ziehen, wofür ist sehr gut. Und links an der Seite auch. Das ist der Pendel hier. Achso, das ist für Pendel, ne? Ja, der liegt da drunter. Ja, der kommt da dran. Das ist der Pendler. Das ist verklemmt. Möchte ich jetzt nicht ziehen. Damit stellt man das hier auf und dann kann das hier stehen. So. Ja, dafür ist das. Ich sehe auch sie, die ist was anderes, ne? Ja. Auf geht's. Nee, ich brauche keine Uhr, ich weiß nicht, wo ich schon schön.